Ja, vielen Dank dem Eberhard Hanisch für diesen Vortrag. Ich hatte das Vorrecht, mit ihm zusammen Bibelschule machen zu dürfen in Südamerika. Wir haben beide denselben Jahrgang, 85 geboren. Ja, nicht ganz, aber... Nein, 55, beide Jahrgang 55. Und was ich beim Eberhard immer bestaunt habe, das war so eine, oder ist immer noch, ich weiß nicht, jetzt hat er wahrscheinlich auch nicht mehr so viel Zeit, eine Leseratte. Der konnte lesen und lesen und lesen. Unwahrscheinlich. Gedächtnis, herrlich. Heute schon mit seiner lieben Frau viele, viele Jahre in Südamerika, in Bolivien und tun dort eine ganz, ganz wertvolle Arbeit. Ist jetzt der Einladung gefolgt und sie sind hierher geflogen und dann im Mai, glaube ich, ne, geht es wieder zurück. Ja, ich möchte noch mal ganz kurz ein Gebet sprechen. Himmlischer Vater, danke für dieses wunderbare Wort. Auch durch Elia, durch Eberhard, gib uns doch auch jetzt Frische und Gnade zum Reden und zum Hören, damit wir sehen die Wunder in deinem Wort. Amen. Ja, mein Thema lautet jetzt, im Vaterhaus sind viele Wohnungen. Wer hat das gesprochen? Natürlich Jesus Christus. Und er hat das gesagt im Johannesevangelium Kapitel 14, in meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Und in diesem ganzen Kapitel 14 vom Johannesevangelium erwähnt er den Vater ganze 23 Mal. Also immer und immer und immer wieder geht es um den Vater. Das ist ihm ganz wichtig gewesen, offensichtlich. Und darum sagt er dann auch in diesem Zusammenhang, ich gehe in des Vaters Haus, wo viele Wohnungen sind und bereite euch die Stätte. Und er beginnt nun mit Vers 1, in dem er sagt, euer Herz erschrecke nicht, glaubet an Gott, den Vater, und glaubt an mich. Wenn man sich so umschaut in dieser Welt, überall ist Schrecken, überall ist Angst, überall ist Verzweiflung. Und es tut so gut, wenn man einem Menschen begegnet, der einem den Schrecken nimmt, der einem die Furcht nimmt. So, das hat man als Kinder oft erfahren, wenn man vielleicht Angst hatte, allein in einem Zimmer zu sein und man hat erstmal unters Bett geguckt oder in den Schrank, ob da auch keiner ist oder liegt. Und wenn dann ein Erwachsener, dem man vertraute, sagte, du musst keine Angst haben oder sogar dann noch so ein kleines Licht anließ, den Schrecken nehmen, das tut so gut. Jesus nimmt uns den Schrecken. Das haben wir auch so schön gehört durch Elia heute Vormittag, der Sieger, der dem Teufel die Macht genommen hat, der Teufel, der uns Angst einjagt. Euer Herz erschrecke nicht, sagt der Herr Jesus. Und wodurch hört der Schrecken auf? Indem, dass der Herr sagt, glaubt an Gott und glaubt an mich. Indem man nicht allein an Gott glaubt, sondern auch an seinen Sohn Jesus Christus. Da sind wir wieder bei diesem wichtigen Punkt. Es ist so extrem wichtig, nicht allein an Gott zu glauben, sondern auch an seinen Sohn Jesus Christus. Darin realisiert sich der ganze vollumfängliche Glaube. Aber zurück vielleicht zur Angst, zum Schrecken. Wenn man also an Gott glaubt, den Vater und an seinen Sohn Jesus Christus, dann wird einem die Angst genommen,
vor so vielen Dingen. Zum Beispiel die Furcht vor dem Danach. Das treibt ja die Menschen um. Oder die Angst vor der Hölle, vor dem Tod. Und der Schrecken eben, was wird dann passieren, was wird dann aus mir? Diese Unsicherheit, gibt es dann doch vielleicht eine Hölle oder eine Verdammnis oder gibt es doch einen Himmel? Die Angst der Menschheit, dass ihnen alles aus der Hand entgleitet, ist ja riesengroß zurzeit. Ob das wirtschaftlich ist, ob das Umwelt ist, die Angst vor einer eventuellen neuen Apokalypse oder erstmals Apokalypse, einem Zusammenbruch von allem, einem vielleicht möglichen neuen Weltkrieg, man stellt schon Forschungen an, es ist wieder Zeit, dass ein neuer Weltkrieg kommt, heißt es. Es steht vielleicht vor der Türe. Angst und Schrecken. Oder der Schrecken vor der Ungewissheit in so vielen Dingen und Situationen. Der verliert sich da, wo man an Gott, den Vater und an Jesus Christus glaubt. Der Schrecken der Sinnlosigkeit. Der Angst, dass alles vergeblich gewesen ist. Was meinen Sie, warum so viele Menschen pharmazeutische Mittel nehmen? Weil ihr Leben so sinnlos ist. Das fängt schon bei den Jugendlichen an. Und dann greift man zu Drogen und dann greift man nach hierhin und dahin und verliert sich in dieser Welt. Und doch bleibt diese Angst. Ich las und hörte und informierte mich über die Geschichte von Rudolf Diesel. Diesel, sagt Ihnen was? Dieselmotoren, ja, tatsächlich. Der Rudolf Diesel war der Erfinder der Dieselmotoren. Nicht nur fürs Auto, sondern auch für Lokomotiven nachher, für Schiffe, für ganze Fabriken. Der hatte unheimlich Erfolg gehabt. War ein genialer Ingenieur, hat man gesagt, und ein hochbegabter Erfinder auch noch in anderen Dingen. Aber im Alter bekannte er schriftlich: Manchmal quält mich die Frage, ist durch all meine Erfindungen ein Mensch glücklicher oder besser geworden? Und ich fürchte, nein. Also man kann hier sagen, im Alter packte ihn, diesen genialen Mann, der Schrecken, die Angst. Was ist eigentlich der tiefste Sinn meines Daseins? Nur etwas zu erfinden oder vielleicht etwas zu finden? Das wahre Leben. Und er war ziemlich verzweifelt, er ging durch Höhen und Tiefen und es war dann 1913, da fuhr er mit einem Schiff von Belgien nach England und dort wollte er an der Einweihung einer neuen Fabrik für Dieselmotoren teilnehmen, aber am Morgen, man fand ihn auf dem Schiff nicht mehr und man nimmt an, er hat sich ins Wasser gestürzt, ist ertrunken, Selbstmord, man hat ihn nie mehr gefunden. Aber interessant, hinter seinem Kalender hatte er an diesem Todestag im Voraus schon ein Kreuz gezeichnet. Sinnlosigkeit, ihr Lieben, das ist grausam. Da sagen Menschen ja, ich bin nur auf dieser Erde, um zu arbeiten. Aber da hätten wir auch eine Biene werden können, ne? Ja. Es muss da was mehr, es muss doch mehr geben. Ich fand da noch ein anderes Beispiel, beziehungsweise ist mir zugefallen. Der berühmte Maler Vincent van Gogh, genialer Maler, er litt in seinen späteren Jahren sehr stark an geistiger Verwirrung, so schlimm, dass er sogar eingewiesen werden musste. Er ist so durchgedreht, hat sich selber ein Ohr abgeschnitten. Und dann 1890 hat er sich mit einem Revolver erschossen. Also Mordversuch und zwei Tage später ist er dann
verstorben. Und der hat auch über sein Leben gesagt, meine einzige bange Sorge ist, sehen Sie wieder Sorge, Angst, Schrecken. Meine einzige bange Sorge ist, wie kann ich nützlich sein in der Welt? Kann ich nicht irgendeinem Zweck dienen und zu etwas gut sein? Da sieht man in die Seele des Menschen. Da sagt man, ja, der war verrückt, der war bekloppt, der war komisch. Auch so komisch surreale Bilder gemalt und so weiter und so fort. Aber was ging in seiner Seele vor? Nicht alle erfahren das vielleicht so extrem, aber irgendwo ist der Schrecken bei allen da. Was der Mensch braucht, und das ist der Punkt, was der Mensch braucht, und Jesus erklärt uns das, das ist Geborgenheit. Der Mensch braucht ganz einfach ein Zuhause, ein geistliches Zuhause. Der Mensch braucht Sicherheit, er braucht etwas, wo er sich wohlfühlt, wo er sich geborgen weiß. Er braucht eine Heimat, eine Wohnung, ein himmlisches Zuhause, ein Vaterhaus. Und darum sagt Jesus, euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. Er nimmt uns auch den Schrecken gerade vor dem wir so fürchten, das ist nämlich Gott. Viele haben ja Angst vor der Existenz eines Gottes. Und Jesus sagt, nein, fürchtet euch nicht, glaubt an ihn. Da müsst ihr keine Angst haben, er ist euer Vater. Und glaubt an mich, ich bringe euch da zu diesem Vater hin. Und bei dem Vater gibt es viele Wohnungen, da ist euer Hause, zu Hause, da ist eure Familie, da seid ihr geborgen. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn nicht, so hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Der Herr sagt also, denen, die an Gott glauben und denen, die an ihn glauben, dass er ihnen das Vaterhaus vorbereitet. Und hierbei müssen wir jetzt mal mit einem, glaube ich, Missverständnis aufräumen, denn es gibt Christen, die meinen, dass der Herr seit seiner Himmelfahrt an dieser Wohnung arbeitet. Und darum müsse die ja dann auch umso schöner werden. Ich meine, wenn man 2000 Jahre lang an einer Wohnung arbeitet oder an Wohnungen, aber ist das vorstellbar? Was meinen Sie? Ist das, ich meine, Jesus war ja Zimmermann, ne? Aber ist das im Ernst vorstellbar, dass diese Wohnungen in der Ewigkeit Gottes noch unvollkommen wären, dass irgendetwas in der Ewigkeit Gottes noch nicht fertig ist? Stehen die noch im Rohbau oder was? Ja. Muss daran noch gearbeitet werden? Heißt es nicht deutlich in der Schrift, im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen? Heißt es nicht deutlich im Hebräerbrief, denn er hat ihnen eine Stadt bereitet, Hebräer 11, 16. Heißt es nicht weiter im Hebräer 11, 10 über diese Stadt, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist? Hat Gott halb etwas fertig gemacht und dann irgendwie jetzt hat er noch gemalt und gezimmert und genagelt im Himmel? Klingt ein bisschen plump, aber wir stehen manchmal in Versuchung, so zu denken. Also wir glauben nicht im Ernst, dass diese Wohnungen in der himmlischen Stadt Gottes irgendwie noch unvollständig wären und dass da noch eine Renovation stattfinden müsste. Es geht um eine viel erhabenere Wahrheit. Ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Jesus geht oder ging zuerst nach Golgatha. Das ist es. Er ging zuerst nach Golgatha und dann durch sein Sterben am Kreuz und durch seine Auferstehung danach
hat er uns die Stätte bereitet. Es gibt eine Werbung, ich glaube, es ist eine Bank, die damit wirbt: Wir machen den Weg frei. Aha. Bekannt. Wir machen den Weg frei. Aber Jesus hat das wirklich gemacht. Er hat das wirklich gemacht. Er hat den Weg frei gemacht über Golgatha, über das Gartengrab. Er hat uns die Tür aufgestoßen. Er hat uns den Himmel geöffnet. Ist ja interessant, dass nach der Himmelfahrt Jesu heißt es ja nie mehr, dass der Himmel noch irgendwie verschlossen sei, mal auf und mal wieder zuging, wie vor Golgatha, wie im Alten Testament, ja, Hesekiel. Himmel auf, Himmel wieder zu. Der Himmel steht immer offen. Darum sollten wir nie beten: Vater, öffne doch jetzt den Himmel, dass wir dein Wort verstehen. Die Tür ist auf. Da schüttelt der Vater im Himmel den Kopf und sagt immer: Weiter kann ich sie nicht aufmachen. Die Tür zum Himmel ist auf. Durch das, was Jesus Christus getan hat. Und darum sagt er dann auch wenige Augenblicke später: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und das unterstreicht ja auch: Ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten. Ich meine, das ist ja, das muss ja ein Ereignis gewesen sein damals für die Juden, für die frommen Juden, die Priester, Schriftgelehrten etc., als plötzlich da diesen Jesus, den sie da so wie einen Mörder angenagelt haben am Kreuz und noch mitten unter den Verbrechern, ja, zwei Übeltäter, den man so verachtet hat, da hat man gespottet, da ist man noch vorbeigegangen und hat ihn ausgelacht und gesagt: Guckt mal, keine Kraft, soll er doch vom Kreuz runtersteigen. Und da hängt da dieser Mann angenagelt und auf einmal sagt er: Es ist vollbracht und so weiter und so fort. Und dann zerreißt im Tempel der Vorhang von oben nach unten oder von unten nach oben. Von oben nach unten. Genau, von oben nach unten, weil Gott hat ihn zerrissen. Von oben nach unten. Da ist der Weg frei bis ins Allerheiligtum. Es muss ein Anblick, ein Schrecken gewesen sein, ja? Das ist genau das, was der Hebräerbrief sagt. Hebräer 10, 19 bis 20. Weil wir denn nun, liebe Brüder, durch das Blut Jesu die Freiheit haben zum Eingang in das Heiligtum, den er uns aufgetan hat, als einen neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang, das ist durch das Opfer seines Leibes. Er hat uns wirklich, und das ist damals im Tempel passiert, und das ist wirklich passiert, aber das hat darüber hinaus auch symbolische Bedeutung gehabt. Jesu Sterben am Kreuz öffnet uns den Himmel, den Weg, die Stätte bis in das Allerheiligtum Gottes hinein, bis in die heiligste Vaterstadt, Vaterwohnung hinein. Was für ein Ereignis, das Jesus vollbracht hat. Und dann natürlich, Jesu Weg führte über seine Geburt nach Golgatha, sein Sterben, seine Auferstehung von den Toten bis in den Himmel zurück, zur Rechten Gottes des Vaters. Das beinhaltet alles den neuen und lebendigen Weg, den der Hebräerbrief beschreibt. Und dann ist Jesus in den Himmel zurückgekehrt, in einer Form oder in einer Art, die er vorher nicht hatte, wenn ich das vorsichtig so ausdrücken darf, in aller Menschlichkeit, nämlich in der Gestalt eines Menschen. Das war ja vorher nicht da. Als wahrer Gott, Jesus war ja immer wahrer Gott. Aber mit seiner Geburt ist er erst Mensch geworden. Und dann ist er als Mensch gestorben und als wahrer Mensch ist er zurückgekehrt ins Vaterhaus. Und das bereitet jetzt in Folge uns die Stätte in der ewigen Herrlichkeit Gottes.
Der Mensch Jesus steht als Repräsentant aller Menschen, die an ihn glauben, vor Gott. Durch sein Sterben, durch seine Auferstehung, durch seine Himmelfahrt, durch den neuen lebendigen Weg ist die Stätte im Himmel bereitet. Und dann präsentiert er sozusagen sein Blut, sein Erlösungsblut, präsentiert er dem Vater und bereitet damit die Stätte, sodass er ja sagen kann: Vater, alle, die an mich glauben, alle, die an dich glauben und die an mich glauben, alle, die haben Platz hier in dieser Wohnung. Und der Vater sagt: Ja, so machen wir das. So war es immer geplant. Vor Grundlegung der Welt. Das ist die Auserwählung, dass jeder, der an ihn glaubt, das hat Gott festgelegt, das hat er prädestiniert, das hat er bestimmt, dass jeder, egal wer, dass jeder, der an Jesus Christus glaubt, gerettet wird. Und diese Heimat findet im Vaterhaus. Hebräer 9, 12. Und er ist nicht mit Blut von Böcken, Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut ein für alle Mal in das Heiligtum hineingegangen und hat uns eine ewige Erlösung vollbracht. In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Wir haben Bürgerrecht. Was ist das ermutigend, wenn einem der Schrecken genommen wird? Der Mensch ist so heimatlos und darum so verloren und darum so voller Angst. Und dann sagt Jesus: Glaubt doch an Gott und glaubt an mich und dann habt ihr ein Zuhause, dann hat euer Leben Sinn. Philipper 3, 20, 21, denn unser Bürgerrecht ist in den Himmeln, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Retter erwarten, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird zur Gleichgestalt mit seinem Leib der Herrlichkeit, nach der wirksamen Kraft, mit der er vermag, auch alle Dinge sich zu unterwerfen. Unser Bürgerrecht ist im Himmel. Wodurch? Ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten. Wie kann man denn Bürger werden? Bürger im Vaterhaus, Bürger in einem Land. Wer Staatsbürger in einem anderen Land werden möchte, der erkundigt sich zunächst einmal nach den Bedingungen, nicht wahr? Was für Bedingungen muss ich erfüllen? Und ich denke, er käme nicht auf die Idee, diese Bedingungen, Vorschriften zu umgehen oder abzuschwächen oder eigene hinzuzutun, irgendetwas wegzulassen. Er wird sich genau an die Bedingungen halten, um ein Bürgerrecht, um Staatsbürger zu werden, ist unumgehbar. Und so ist das auch im Himmel. Man muss sich erkundigen, man muss wissen, wie kriege ich das Bürgerrecht? Indem dass Jesus sagt: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Ohne mich geht's nicht. Könnt ihr euch Kopf stellen. Ohne mich geht's nicht. Wenn man viel im Ausland ist, von überall her kriegt man Münzen, ja, Wechselgeld. Dann hat man in der Tasche manchmal verschiedene Wechselgeld oder ein Portemonnaie. Und wenn man dann bezahlen will irgendwo, dann legt man manchmal aus Versehen, versucht es ja immer wieder, dann legt man manchmal aus Versehen die falsche Münze auf den Tresen oder auf die Kasse. Und das merken die dann auch immer, die Leute. Und das ist interessant, die nehmen nur die Münze von ihrem Land. Da kann ich argumentieren, wie ich will. Da kann ich sagen: Hören Sie mal, ich komme doch aus der Schweiz. Es gibt doch keine bessere Währung als die Schweizer. Da ist doch mehr Silber drin als hier in Ihrem komischen Euro da, dieses Kupferzeug. Ja? Das hat viel mehr Wert. Da steht da schwarz auf weiß. Dann sagen die trotzdem: Ist egal, die können damit nicht zahlen. Mit der Münze können sie nicht zahlen. Geht nicht. Die nehmen nur das an, sagt das Gesetz. Und so ist das eben auch
mit dem Bürgerrecht im Himmel oder mit dem Vaterhaus. Euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. Nur der Glaubensweg ist sicher. Die Juden glaubten ja an Gott. Hat das gereicht? Reicht das heute? Nein. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und vielleicht zum Schluss, ich gehe hin, euch die Städte zu bereiten, was das alles bedeutet. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Was will Jesus damit eigentlich sagen? Dass er jetzt der Weg ist, dass er jetzt die Erhörung ist, dass er die Erfüllung ist, dass er alles ist, was wir brauchen für die Zukunft, dass wir jetzt auch seinen Namen anrufen dürfen, sogar im Gebet. Und da stellt sich ja die Frage vieler Menschen, darf ich zu Jesus beten? Was meinen Sie? Er hat dann gesagt, nein, man darf nur zu Gott beten, zu Gott dem Vater und das im Namen Jesu. Und darum sagt man dann am Ende des Gebetes, hängt man dann noch an, das bete ich in Jesu Namen oder man beginnt so, in Jesu Namen bete ich oder beten wir. Aber was sagt da die Bibel? Ich meine, ich glaube, sagen zu dürfen, Johannes Kapitel 14 legt uns klar, der ganze Kontext, was gemeint ist. Da spricht Jesus ja immer darüber, über die Einheit, diese totale Einheit, die er mit dem Vater hat. Vers 7 schon, wenn ihr mich erkannt hättet, hättet ihr meinen Vater erkannt. Dann Vers 9, wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Vers 10, ich im Vater, der Vater in mir, der Vater, der in mir wohnt. Vers 11 noch einmal, glaubt mir doch, ich im Vater, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist. Und aufgrund dieses Kontextes, dieses ganzen Zusammenhangs, sagt Jesus denn nachher, und alles, was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht wird in dem Sohn. Wenn ihr etwas bitten werdet in meinem Namen, so werde ich es tun. Also, ich meine nicht, dass das zwangsläufig bedeutet, dass wir vor oder nach jedem Gebet jetzt sagen müssen, in Jesu Namen. Sondern vielmehr ist das eine Aufforderung, gleich jetzt auch seinen Namen anzurufen. Denn er und der Vater, das ist identisch. Wenn sie sagen, Herr Jesus Christus, ich bitte dich, da sind sie sofort beim Vater. Da geht es doch nicht um eine Klausel. Verstehen Sie? Da sind sie sofort beim Vater. Und dafür gibt es ja noch mehr Schrifthinweise, meine ich. Vielleicht einen letzten, da ist die Zeit um, aber der Römerbrief. Römerbrief Kapitel 10, ganz bekannte Stellen. Da heißt es dann in Vers 9, Römer 10, Vers 9, denn wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst, ja, und dann betet man doch, oder? Das tut man im Zeugnis, aber das tut man ja auch im Gebet. Und hier geht es um Bekehrung, um Rettung. Also wenn du im Gebet Jesus bekennst, Jesu Namen zum Beispiel in den Mund nimmst und zu ihm betest und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Also wir haben verstanden, wenn du Jesus als den Herrn bekennst, das Gebet, zu Jesus hin, wirst du gerettet. Und dann heißt es in Vers 13, im selben Kapitel, in diesem Zusammenhang, denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Und das ist eine Stelle aus dem Alten Testament. Da geht es um Jahwe, da geht es hier, Joel Kapitel 3, Vers 5, da geht es um Gott. Also ist Jesus Gott. Ja? Wenn ich Jesus als Herr bekenne und der Apostel Paulus dann fortfährt und sagt, denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, dann wird er gerettet. Also darf ich doch zu Jesus beten. Direkt, ohne Umschweife.
Das ist etwas ganz, ganz Wunderbares. Er nimmt uns den Schrecken, er nimmt uns die Angst, er nimmt uns alle Schranken, alle Hindernisse. Er stellt sich in dieser Weise auf die gleiche Stufe wie Gott der Vater, glaubt an Gott und glaubt an mich. In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Wenn nicht, hätte ich es euch gesagt, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten und ich komme wieder. Das ist die Hoffnung, die lebendige. Und werde euch zu mir holen, auf dass ihr seid, wo ich bin. Fantastisches, herrliches, großartiges Erlösungswerk von Gott dem Vater und seinem Sohn Jesus Christus. Amen.